Moin! Zwei Videos habe ich zur Iris-Fotografie bereits gemacht. Einmal die Bildbearbeitung und einmal der Aufbau. Ja, bevor es zur Bildbearbeitung geht, ist natürlich noch ein weiterer Schritt vonnöten und der nimmt am meisten Zeit in Anspruch und den möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Ja, Iris-Fotografie ist echt toll, macht auch mega Spaß, ist aber auch viel Arbeit. Warum? Das zeige ich dir in diesem Video. Ich habe hier 620 Bilder. Ich bin schon ein bisschen beim Aussortieren. Und ja, es waren vier Personen. Da unterscheidet sich das auch immer noch von Iris zu Iris. Eine Iris, die eine schöne Struktur hat, lässt sich wesentlich besser, finde ich, fotografieren, die Tiefenschärfe einstellen, besser gesagt generell der Fokus einstellen. Und ich war jetzt, na, wie kann man das erklären? Ich habe es schon in anderen Videos, glaube ich, kurz angeschnitten, wie man das zu verstehen hat. Also wer sich schon mit Makrofotografie beschäftigt hat, weiß ja, dass die Tiefenschärfe so dermaßen gering ist. Selbst bei einer Fruchtfliege von vorne, von den Facettenaugen bis nach hinten zum Körper, kann man auch 30, 40 Bilder machen. Und wenn man nur eins machen würde, hätte man nur von der Fruchtfliege, die ja wirklich nur, keine Ahnung, wie groß ist die? 2, 3 Millimeter, müsste ich jetzt googeln, aber jetzt so mal gefühlt. Und wenn man die komplett scharf fotografieren möchte, musste man auch etlich viele Aufnahmen machen. Beim Auge, also um jetzt die Überleitung zu finden, beim Auge ist es ja so, Kugel, klar. Wenn das jetzt hier die Pupille ist, dann ist das genauso wie bei der Frucht, sag ich mal, wie bei der Fruchtfliege. Wenn man jetzt hier anfängt mit dem Facettenauge und dann nach hinten geht, dann fängt das nachher an, logischerweise hier irgendwo, was jetzt die Iris an sich anbelangt, wenn man jetzt sich das hier immer das Ganze als das Auge vorstellt, das jetzt minimal als Pupille. Und wenn man weiter nach hinten geht, dass es dann irgendwann unscharf wird. Das ist jetzt auch gar nicht weiter schlimm, weil man, oder besser gesagt ich, die Iris nachher ausschneide, generell wie man es in der Iris-Fotografie macht, und dann, je nachdem, was der Kunde wünscht, einen schwarzen Hintergrund setzt oder einen weißen Hintergrund setzt. Und dann kommen wir erst zu dem Schritt der Bildbearbeitung. Und ja, ich hatte es schon mehrfach, ich hatte es angesprochen, wenn das jetzt hier die Pupille ist, dann ist es eben auch extremst wichtig, dass die Person wirklich gerade vorguckt. Das heißt, den Kopf nicht zu sehr hebt, nicht zu sehr runtergeht, genau das gleiche nach links und rechts und eben halt die verschiedenen anderen Winkel noch. Warum? Weil wenn man jetzt nicht diese Neutralität, dieses gerade Ausgucken hat, dann hat man nachher das Problem, dass man mit der Schärfe ein Problem bekommt. Wenn das Auge jetzt zum Beispiel mit der Pupille jetzt hier zu weit nach oben guckt, habe ich den unteren Bereich nachher scharf und hier fängt es nachher schneller an, unscharf zu werden. Genau das gleiche in die andere Richtung, links, rechts und so weiter und so fort. Und das, deswegen muss man eben halt mehrere Aufnahmen machen. Hinzu kommt noch, was auch nochmal so eine Herausforderung ist, dass die Pupille, wie die Person, auch nicht still sitzt, obwohl sie eben halt mit einer Kopfhalterung, mit einer Kinnauflage, die ich ja in dem anderen Video gezeigt habe, wie ich Iris fotografiere, wie sie dann das Kinn darauf legen kann, logischerweise auf die Kinnauflage, damit sie still sitzt und damit ich die Iris fotografieren kann, ohne dass sie zu stark wackelt. Aber auch hier minimal atmen, das langt auch schon aus. Also das heißt, wenn ich leicht einatme und nicht permanent eben halt den Press auf die Kinnauflage habe, verändert sich der Fokus auch schon. Wenn man dann eben halt dazu irgendwann mal zwinkert, weil es gar nicht möglich ist, permanent eben halt das Auge aufzureißen, ist ja eben halt wichtig, das starke Aufreißen meistens noch minimal unten zu ziehen, damit man eben das ganze Auge drauf hat. Und es ist auch wichtig, das Auge wirklich aufzureißen, weil man sonst auch zu schnell die Wimpern als Spiegelung im Auge hat. Und was ich sagen möchte ist, die Pupille selbst, die ist auch permanent am Arbeiten. Die geht mal auf, mal zu, dann zwinkert man mal wieder, dann ist sie mal groß, mal klein. Und das gesamte Gefüge drumherum, die ganze Wabenstruktur,
die ändert sich auch. Und das macht dann den Fokus zusätzlich auch nochmal schwieriger. Und hinzu kommt, dass man dann die Person, der Kunde bei mir, dann doch mal minimal zur einen oder zur anderen Seite schaut, permanent geradeaus gucken auf diesen einen Punkt, den man sich eben halt am Objektiv jetzt hier suchen muss, extrem schwierig. Natürlich kriegt man das hin, die Iris zu fotografieren, aber es sind ganz schön viele Bilder vonnöten. Ich habe, wie gesagt, 620 Bilder gemacht, habe jetzt schon 140 aussortiert und habe noch ein paar vor mir. Wie gesagt, bei blauen Augen ohne Struktur, was relativ viele Weißfäden hat, finde ich das immer schwierig, was den Fokus anbelangt. Genauso wie grün. Braun ist, ich lege den mal weg, oder habe ich dazu noch was zu sagen? Nö. Ist, ja, finde ich immer mega, hat eine schöne Struktur. Und bei dem Shooting jetzt hier von den vier Personen waren auch zwei mit bei, die echt eine tolle Wabenstruktur haben. Und ja, ich zeige dir das Ganze jetzt hier mal. So, wie man hier sehen kann, habe ich ja schon welche grün markiert. Das sind jetzt die, die mir von der Schärfe her am besten gefallen. Wenn ich mal rauszoome, dann sieht man, dass ich hier oben leicht angeschnitten habe. Und dann natürlich gucke ich weiter, was jetzt so am besten passt. Wenn man sich das jetzt so ansieht, oh, sieht schon schön aus. Man sieht auch das Licht, wie ich es eingesetzt habe. Das hat man auch bei der Bildbearbeitung gesehen. Ich belichte von einer Seite, weil das Ganze sonst zu flach werden würde, wenn ich von vier Seiten belichten würde. Von den Einstellungen her sieht man das hier oben ganz gut. Oben rechts einmal die ISO 500, das Makroobjektiv, die 65 mm. Und Blende 8 und 125. Ja, zu den Wimpern. Ich zoome mal wieder ein bisschen rein. Ist das jetzt ein grünes? Ja, muss man gucken. Das ist eben halt mit dem Blau. Schaue ich immer, was so von der Wabenstruktur logischerweise, was komplett scharf ist. Über Schärfe lässt sich da nicht streiten und muss natürlich nochmal weiter gucken, was denn nachher davon am besten ist. Und das sind jetzt hier unten die Stellen mit den Wimpern, was ich auch schon bei der Bildbearbeitung gezeigt habe, die man nachher rausretuschieren muss. Das ist die Reflexion des Lichtes und in dem Bereich hier, da ja, nehme ich meistens dann, habe ich auch gezeigt, KI, generative Füllung, wähle den Bereich aus, mache noch ein paar einzelne Punkte weg und ja, hier hinten gehe ich natürlich mit der Helligkeit dann noch ein bisschen hoch, bearbeite das Ganze. Ja, wie man unschwer erkennen kann, kommen da, ich scroll mal durch, ganz schön viele Bilder zusammen. Ich gehe mal zum nächsten, was ich sehr interessant finde. Da habe ich natürlich, ich gucke auch in beide Iriden einmal rein und schaue dann, welches davon ja, schöner ist als das andere. Jedes Auge ist nicht gleich und das eine hat nochmal bessere Struktur als das andere und das ist ein Auge, Das feiere ich immer, weil es so schön von der Wabenstruktur her ist. Zwar grün, aber hat so viele schöne Waben. Und ja, schaue ich einmal ins linke Auge rein, ins rechte Auge rein. Hier mal, was nicht ausbleibt. Na, brauche ein bisschen. Einmal zoome ich ein bisschen raus, zwinkern, klar. Dann die andere Seite dazu. Und ich glaube, wir haben uns aber nachher auch für rechts entschieden, ne? Ja, also rechts, genau. Und ja, zoom mal wieder ein bisschen rein. Na, was ist los? Genau. Und habe hier immer mal ein bisschen variiert, das Licht von der Mitte, also mittig gesetzt, dann nachher ein bisschen von unten. Und hier sieht man das eben schon, wenn man das, was ich mit dem Ball sagte, wenn das Auge zu sehr zu einer Seite geht, also nicht wirklich neutral gerade vorguckt, dann hat man den Bereich hier auf der Seite, der ja ganz gut scharf ist. Und dann flacht das hier schon ab und wird unscharf, wie man hier unschwer erkennen kann. Und das ist immer die Kunst nachher, genau den einen Punkt zu treffen,
dass das Auge scharf ist, dass es ganz auf ist und ja, nicht, wie gesagt, von der Tiefenschärfe her irgendwo abfällt. Und das, wie gesagt, nimmt am meisten Zeit in Anspruch, die durchzusehen. Ich markiere sie dann grün, also sprich die Iriden, die mir jetzt am meisten zusagen. Und dann nachher habe ich, keine Ahnung, von den 4 Personen 100 übrig. Ja, nur 20, 4, ja, knapp, ne? Also 80. Also ja, meistens habe ich, also 10, ich kann es jetzt nicht irgendwie an einem bestimmten Wert festmachen und schaue dann nochmal durch. Ich habe jetzt nur einfach mal überschlagen und wähle dann dementsprechend die Iris aus, die ich dann bearbeite. Ich scrolle hier einmal durch. Das ist einmal blau. Blau, wie gesagt, finde ich immer schwierig. Sieht man hier auch schon sehr unscharf. Dazu noch wenig, finde ich, Struktur. Man sieht hier wieder auch einen großen Weißanteil drin. Und genau, suche da, wie bei den anderen Iriden auch, das dann raus, was am besten getroffen ist. Gleichzeitig, wie gesagt, das Lid muss ganz auf sein. Auch da muss man, wie gesagt, schauen, dass man nicht zu viele Spiegelung drin hat. Bei Frauen ist es meistens so, dass die Wimpern ein bisschen länger sind und dann schneller im Auge zu sehen sind, aber die lassen sich ganz gut wegretuschieren. Problematisch ist es eher, wenn das Auge eben halt zu sehr zu einer oder zur anderen Seite geht, dass die eine Seite dann unscharf wird, da wiederhole ich mich. Oder eben halt, es bleibt auch nicht aus, man kann nicht permanent eben halt so gucken. Irgendwann ist es wie so Muskeln, das Lid oben geht runter. Und damit ja, verdeckt man in dem Sinne, wie man hier auch sieht, einen Bereich, und den man dann ersetzen müsste mit der generativen Füllung. Und so kämpfe ich mich dann durch die verschiedenen Iriden durch. So, wo habe ich denn noch? Das war die dritte. Da habe ich ein paar mehr gemacht, weil blau, ja, schwierig finde ich immer, ohne Wabenstruktur, grün genauso. Und jetzt hier auch wieder jemand mit einer tollen Struktur, auch fast wie die Mutter, würde ich sagen. Hat nicht so viele Waben, aber auch hier, es sieht aus wie eine Blume. Sieht aus wie um die Pupille drumherum, als wäre sie angemalt. Mega, finde ich klasse. Und ja, natürlich die Lichtreflexion nachher nehme ich hier noch raus. Da arbeite ich mit der generativen Füllung. Nimm die einzelnen Punkte hier, die Spiegelung, die Wimpern und so weiter noch raus. Und ja, wenn ich dann alle fertig habe, geht es zur Bildbearbeitung. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Aber es ist das eine, die Bilder zu machen, pro Person, je nachdem, wie sie mitarbeitet, 10 Minuten. Ja, manchmal geht es auch schneller oder dauert es dann mal ein bisschen länger, also nagel mich nicht drauf fest. Und dann die Bildbearbeitung. Wie gesagt, Bildbearbeitung geht eigentlich auch relativ flott. Was wirklich am längsten Zeit in Anspruch nimmt, ist eben die Auswahl. Und bei der, wenn man jetzt zum Beispiel ein Stacking machen würde, wie man das auch zum Beispiel beim Insekt oder so macht, da verändert sich nicht viel von den Facetten. Das sind okay, man muss auch mal aufpassen, dass sich irgendwo ein Fühler oder sowas bewegt. Dann, das kann man ja rausretuschieren. Bloß beim Auge, also korrigiere mich, oder wenn du da noch eine Idee hast, gerne raus damit, bin ich mega offen für. Weil ich glaube, wenn man bei der Irisfotografie ein Stacking hinbekommen würde, das wäre krass. Aber dadurch eben, dass das Auge nicht stillsteht und sich immer mal wieder eine Nuance verändert, die Pupille sich verändert und dadurch die ganze Struktur sich ändert. Ich habe schon probiert, mehrere Male, ratzfatz 2-3 Stück hintereinander gemacht. Wenn man hat immer beim Stacking einen leichten Halo-Effekt und ja, bin dann wieder dazu übergegangen, Einzelbilder zu machen. Ja, das war heute mal in aller Kürze wieder einfach zeigen, warum die Bildbearbeitung bei der Irisfotografie so lange dauert. Sprich, nicht die Bildbearbeitung, sondern die Auswahl.
Und ich glaube, das müssten dann auch alles an Videos sein, die ich dazu zeigen könnte. Vielleicht nochmal, was heißt nochmal, eine Person, die ich dann fotografiere und instruiere, wie man eben halt in die Kamera gucken sollte, wie ich Anweisungen gebe und so weiter. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Wenn du noch eine Frage hast bezüglich Iris Fotografie, ja, schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich habe letztens auch, ja, über Pinterest hatte mich jemand gefunden, da hatte ich ein paar Bilder gepostet und hat dann gefragt über mein Setup und so weiter. Hier in den Kommentaren auch ab und an mal gefragt, was ich für eine Kopfhalterung nutze. Und da hatte ich ja schon erwähnt, dass ja, ich jemanden gehabt habe, der aber, glaube ich, ich habe ihn nicht mehr gefunden, ist nicht mehr tätig, ich habe es aus Amerika bestellt. Aber auch zum Setup selbst hatte ich ein Video gemacht und hatte ich auch schon ein bisschen was zu erzählt. Ich danke dir fürs Zusehen, freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Kanal abonnieren wäre natürlich auch super. Also sage ich erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.